So, alles sauber, alles rein, das kann nur die MA 48 sein. Mein Name ist Manfred Meidlinger, bin tätig in der MA 48 und betreue mit einem Kollegen ca. 850 Veranstaltungen im Jahr innerhalb der Stadt Wien. Was macht mir meinen Job Spaß? Die Zusammenarbeit mit den Kollegen, mit den motivierten Kollegen, vor allem bei Filmaufnahmen, ist etwas anderes wie Straßenkehren oder jeden Tag Mistkübel zu entleeren. Filmaufnahmen haben da besondere Eigenschaft, dass unsere Kollegen irrsinnig motiviert sind. Das sind sie sowieso, aber bei Filmaufnahmen noch mehr. Ja, mein bester Kontakt, schlechtester Kontakt zur Filmkommission oder der eindrucksvollste war sicher nicht die Filmkommission selbst, sondern war eine Filmaufnahme im Winter bei Minusgraden, wurde Regen erzeugt. Und eine Filmaufnahme, ich glaube, es war für einen Werbefilm, war eine Dame mit einem Hauch von nichts begleitet und hat sich dann müssen im Winter bei Minusgraden einen Wolkenbruch über sich ergehen lassen. Also mein liebster Platz ist der Rathausplatz. Aus dem Grund, weil auch die Infrastruktur schon gegeben ist. Wir haben die Toiletten und so weiter, wir haben Stromanschlüsse, wir haben alles vor Ort. Und vor allem durch die Lage, Rathaus im Hintergrund, das Burgtheater, ist einer der schönsten Plätze in Wien. Sollte natürlich ein internationaler Film sein. Wichtig für mich ist, dass man die Stadt sieht. Dass man Schloss Schönbrunn, Rathaus, Heldenplatz. Wir haben so schöne Bauwerke. Die Handlung rückt bei mir eh in den Hintergrund. Was ist nervig an Filmdrehs? Es gibt nervige Produzenten. Am Vormittag heißt es, wir brauchen eine Kehrmaschine dort. 2 Stunden später, wir brauchen die Kehrmaschine dort und etwas früher. Wir brauchen die Kehrmaschine später. Wir brauchen den Waschwagen doch früher und das nervt ein bisschen. Wir haben auch unser Personal nicht immer auf Abruf bereit oder sind woanders tätig. Ein großes Danke an die Filmkommission. In den letzten 10 Jahren hat sich hier einiges getan. Ich bin ja schon länger in dem Job. Man sieht auch, man hört es. Filmkommission dürfte da auch im Ausland sehr tätig sein, dass eben Filme bei uns in Wien produziert sind und so unser Wien wieder zeigen. Das in die ganze Welt transportieren. Ein großes Danke.